Warum hat er Haare? Ist das jetzt irgendwie von Alter, krass. Krass. Rufen Revolution. Ja. Ja. Hä? Oh, Moment mal, warum erklär... Was für ein Bildzusammenhex hatte das jetzt eben gerade? Kennst du dieses Bild, wo die Menschheit sich so entwickelt, wo sich so mehrere... Ja. Vom Affen so aufsteht. Genau. Ja. Und vorne ist dann irgendwie ein Typ, der ein Selfie macht oder einen Bierbauch hat oder sowas. Okay. Ich hab ihm, ja klar, ich hab mit ihm 20 so oft falsch geschrieben. Fuck, nein! Hab ich verschrieben, oder? Oh, nur einmal IE rufen. Oh. Hä, so, oh. Hypno. Ah. Hypno. Oh, fuck! Ach, komm! Zitieren, Alter! Du hast das S und das D vertauscht. Ich schmeiß mich nicht. Oh, jetzt bin ich auf Platz 3. Das ist ja schon wieder. Das ist schon wieder hier die. Ist deine Mutter? Was zum Hecker wird das? Was machen die da? Herbert mag genau das gleiche wie ich. Ach, Alter, ach. Ja, wie schreibt man das? Ernsthaft? Ernsthaft? Oh. Ernsthaft? Als ob. Vor allem, die ja nichts sagt die ganze Zeit. Oh Gott, wie einfach. Ich hab mein Wort vergessen. Ach so, genau. Es steht oben, ja genau. Und es ist nicht Thomann. Warum? Ja. Das ist ein Typ mit einer Krawatte. Ja, eine Krawatte, du Dulli. Achso. Es ist ein Typ mit einer Krawatte. Wir haben meinen Ausschnitt wieder. Warte, ich muss meinen Pulli nochmal wieder. Diese Frau hat auch einen traumhaften Ausschnitt, aber jetzt bin ich anstatt der Frau da. So. Sie hat keinen Ausschnitt. Nochmal gucken, sie hat keinen Ausschnitt. Was laber ich denn nicht für eine Scheiße hier schon wieder? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ihr es nicht wisst. Das ist Wrestling. Oh, danke, danke Jonas. Ich habe das Tierschutzverein verwechselt. WWF. WWF. Stimmt. Stimmt. Ist aber auch fast das gleiche. Ich stelle mir halt so vor, wie die so zwei Esel gegenüberstellen. Fight! Okay, hier muss man jetzt echt um die Ecke denken. Was? Trägt er das Ding? Es geht um diesen John Gentleman. Und das ist das erste Wort. Torten. Was oh mein denn? Gott! Ja, Herbert! Oh mein Gott! Torten, was denn? Was? Tortenmensch! Erhebt's doch, erhebt es! Torten! Ich bring mich um, Alter, ernsthaft. So stelle ich mir so einen Menschen vor. Hat er hier so einen Trecker? Warte, gibt's irgendeinen Film oder so, wo es diesen Namen gibt? Warte mal ganz. Heißt der Pinguin bei, hier, von Harpe Kerkeling gesprochen. Bei Eiskönigin, der heißt so, der Pinguin. Nein, der Schneemann meine ich. Ja, Mann. Oh Mann, der Pinguin. Wie komm ich Olaf, auf den Pinguin? Wie komm ich auf den Pinguin? Mit Kappe zu tun und sowas. Was? Olaf. Na, so stell ich mir. So stell ich mir einen Olaf vor. Mit so einer grünen Mütze, der so Trecker fahren kann. Der Schneemann gemeint, ne? Es ging um diesen Fall Schneemann. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber es ist mir auch erst spät eingefallen. Ernsthaft? Es ist schwarzer Moor, es ist der schwarzer Moor. Nein, oh Gott, ich bin so. Ich sorry. Oh mein Gott, Conor. Schornstein. Ich möchte das nicht erklären. Darf oder muss ich erklären, warum ich Schornstein geschrieben habe? Na, ich dachte erst, das ist ein Judenstern. Oh, 2 mal 11 sind. Es ist keine 11. Nein. Wie mache ich das? 40. 2 mal 11 würde ich eher sagen. Oh, das ist ein Zeichen aus der Mathematik. Was ich gerade mit einem Pfeil markiert habe. Oh mein Gott. Rufen bist ja wieder. Ach, Jona, du checkst es nicht. Man hat den Schützen dazu. Was hat er denn mit einem Pfeil markiert? Worauf zeigt denn der Pfeil? Der schwarze Pfeil. Zeigt auf den braunen Pfeil. Ach so. Dann ist das Wort wahrscheinlich Pfeil. Ja, sehr gut. Das, was Herbert am meisten vermisst. Ejo. Meinst du jetzt die Weisheit oder den Weisheitszahn? Das ist ein großer Unterschied. Oh. We'll be right back.